Servus zusammen. Ja, heute Brückentag. Ich habe frei, gehe eine Runde in den Wald abhängen und erzähle euch was zu meinem neuen Tarp-Aufhängesystem. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video. Ja, keine 5 Minuten zu laufen, bin ich hier in so einem kleinen Waldstück zwischen zwei Waldwirtschaftswegen. Der eine geht tatsächlich nur 20 Meter hier vorbei, der andere, der ist eigentlich nicht befahren. Auf der anderen Seite, ab und zu läuft hier mal ein Spaziergänger vorbei. Hier hinten dran ist nämlich auch noch ein kleiner Weg, Pfad. Aber selbst die bemerken mich oft gar nicht, wenn ich hier bin. Also letztes Jahr schon öfter hier. Mich schon der dritte Anlauf, dieses Video aufzunehmen. Ich baue mal alles soweit auf und dann erteile ich euch ein bisschen was zu meinem neuen System. Bevor wir uns mein neues Set anschauen, erstmal zur Motivation, wieso ich das Ganze gemacht habe. Die ganzen Jahre habe ich ja Tarps genutzt und das hat alles natürlich auch immer funktioniert. Musste aber bestimmte Knoten kennen, den Topsegel-Schutzsegel zum Spannen. Ich musste einen Knoten haben, um das Tarp auf der einen Seite am Baum festzumachen. Ich musste mir immer entsprechend die Schnüre vorkonfektionieren, hatte die Schnüre dann am Tarp dran. An den vier äußeren Ecken und dann meistens noch an den beiden Schlaufen in der Mitte, um noch mal eine First zu spannen. Es hat alles funktioniert, aber beim Zusammenpacken hat man dann entweder die Schnüre hier rumgewickelt oder man hat sie wieder abgemacht. Dann hat man vielleicht mal einen anderen Aufbau gemacht, sodass die eine Schnur zu kurz war, zu lang war oder man die Schnur an der anderen Schlaufe gebraucht hat. Hat natürlich alles irgendwie funktioniert, aber hat mich alles irgendwie nicht so hundertprozentig überzeugt. Am Amazonas-Tarp, das schon soweit ganz gut ist, war dann an den Seiten oben sind dann diese Night Eyes Schnellspanner dran gewesen. Die haben anfangs auch funktioniert. Ich habe jetzt aber schon mehrfach Fälle gehabt, wo diese Schnur hier nicht wirklich gespannt hat, wo man immer noch mal nachdrücken musste. Night Eyes hat mir die auch schon mal einmal getauscht. An den Seiten war dann ja diese Schnur dran mit so einem System, um das Ganze zu spannen. Hat auch funktioniert. Unten war der Hering dann einfach in der Schlaufe eingehängt. Da war das Problem, dass oftmals, wenn es dann stürmischer wurde, und bei mir ist es relativ häufig in letzter Zeit stürmisch gewesen, hat es dann nachts mal einen Hering aus der Erde rausgezogen und der ist irgendwo dann durch die Gegend gewirbelt worden. Ich habe dadurch auch schon ein, zwei Heringe verloren. Oder es hat nur die Schnur vom Hering gelöst und der Hering war dann irgendwo im Erdboden von Blättern bedeckt, sodass ich ihn da ewig lang gesucht habe. Das hat mir alles nicht so gefallen. Und deswegen habe ich ein neues System gebaut, beziehungsweise mir zusammengestellt. Und zwar hier in der Hand habe ich das Ganze, bei dem die Abspannschnüre zu den Seiten fest am Hering verbunden sind. Zeige ich das gleich alles im Detail. Und dann habe ich eine Firstschnur aus einem Dyneema-Material, eine Dyneema-Schnur. Die ist von One Wind. Könnt ihr in der Fassung hier fast so kaufen. Liegt irgendwie bei 28 Euro, glaube ich. Normalerweise ist die dann hier in dieser kleinen Schnurtrommel aufgewickelt und man kann sie so wieder super verstauen. Allerdings wiegt allein das Teil doppelt so viel wie die Schnur. Von dem her bleibt das zu Hause, das bringt mich keinen Meter weiter und ich nehme immer nur die Schnur mit. Ja, und so habe ich eben ein System, mit das ich flexibel einsetzen kann auf
verschiedene Tabs. Also ich muss nur noch ein System mitnehmen, egal welches Tab ich jetzt dabei habe. Sei es das Amazonas-Tab, sei es das von Wind-Tab oder das Tab von AquaQuest oder mein altes DD. Ja, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir fangen an mit der Ridgeline. Und bevor wir da schon mal direkt auf der einen Seite festmachen, hier schon mal der eine Unterschied, der dort von mir gemacht wurde, die eine Modifizierung. Und zwar habe ich hier einen kleinen Haken aus Titan eingeschlauft. Der ist von Dutchware Gear, glaube ich. Anstelle dieses Hakens könnt ihr aber auch einen normalen kleinen Karabiner nutzen. Ich habe es nur gemacht, weil normalerweise würde ich das Teil hier um den Baum rum und dann die ganze Schnur hier durchführen. Und deswegen dann eben dieser kleine Titanhaken, wo ich die Schnur dann hier einhängen kann. Und ja, das hält dann so auch am Baum. Also dann bauen wir das Ganze mal auf. Und ja, ich nehme mich einfach mit dazu. Auf der einen Seite an unserem ersten Baum gehen wir ganz einfach mit der Schnur hier einmal um den Baum herum und hängen das Ganze hier in den kleinen Haken ein und ziehen das Ganze zum Baum hin fest. Und hier löst sich also auch jetzt schon mal nichts mehr. Ja, und damit gehen wir jetzt auf die andere Seite zum nächsten Baum. Bei der Tabschnur, so wie ihr sie bekommt, sind außerdem noch drei Dyneema-Schlaufen dran. Die sind mit einem Brusik hier dran geknotet. Ihr kennt das System vom Brusik, den kann ich ohne Druck hier ganz leicht verschieben. Wenn aber jetzt hier eine Kraft von der Seite dran wirkt, dann klemmt er sich hier richtig fest. Zwei Schlaufen sind ganz normal und an der dritten Schlaufe hängt so ein kleiner Tabspanner dran, ein kleines Aluminiumteil, ganz leicht. Das hat einmal hier zwei Seiten, eine ohne Zähne und einmal hier mit Zähnen. Ja, und dann nehme ich einfach meine Schnur, führe sie einmal um den Baum herum und dann gehe ich zuerst durch den unteren Haken. Da bringe ich jetzt ordentlich Spannung auf meine Schnur auf, knall es kurz zusammen und gehe noch einmal durch die Seite mit den Haken und so ist die Schnur erstmal gesichert. Ich hole euch noch mal näher ran. So, hier kommt die Schnur. Einmal durch die Seite ohne Haken. Ordentlich Spannung drauf. Kurz festhalten. Kurz festhalten. Durch den anderen durchziehen. Jetzt ist das ganze System prinzipiell schon gespannt. Und dann einfach nur hier einen halben Schlag. Das heißt, ich mache hier eine Schlaufe. Gehe hier einmal durch. Und ziehe das hier fest. Und da geht jetzt hier auch nichts mehr auf. Zum Lösen kann ich dann einfach an meiner restlichen Schnur hier ziehen. Das ist los. Gehe hier raus. Und schon ist mein Seil wieder frei. Als nächstes gilt es dann, das Tab oben an der Ritschlein zu befestigen. Hier ist es egal, ob euer Tab wie meins hier eine Schlaufe hat oder ob es Ösen sind. Ihr führt einfach die Dyneema-Schlaufe, die oben mit dem Brusik befestigt ist, hier einfach durch. Und nimmt dann einfach ein Stöckchen, das rumliegt, führt das hinten dran und schon ist das Tab an der Ridgeline befestigt. Hier habe ich also meine Dyneema-Schlaufe. Die führe ich einfach durch meine Tabschlaufe durch oder Taböse. Dann guckt ihr hier unten raus, nehme ein Stöckchen, stecke es hier rein und schon ist das Tab hier dran befestigt. Zum Lösen genau das gleiche, Stöckchen raus, Tab frei. Einfacher geht es wirklich nicht mehr ohne jegliche Knoten. So, und das Ganze dann auf der anderen Seite auch. Die Dyneema-Schlaufe schiebt ihr euch dann dorthin, wo ihr sie braucht. Führt sie durch die Tabschlaufe durch, Stöckchen dazu. Fertig ist das Ganze. Und jetzt ziehe ich das Ganze auf Spannung. So, ist das Tab schon drüber. Dann sehe ich aber, okay, das Tab könnte vielleicht ein Stück weiter in die Richtung. Und dann kann ich hier ganz einfach etwas lösen. 10, 15 cm rüberschieben. Gehe wieder auf die andere Seite, spanne das Ganze nach und schon hängt mein Tab genauso, wie es hängen soll. Wären die Schnüre jetzt am Tab fest und ihr hättet Spannknoten verwendet, müsstet ihr die vielleicht wieder auf der einen Seite aufmachen, dann auf der anderen Seite locker machen, nachziehen und dann wieder auf der anderen Seite festmachen. So ist es wirklich super einfach. Ja, dann geht es jetzt an die seitlichen Abspannungen. Ja, wie anfangs schon erwähnt, habe ich eben die Originalschnüre, die hier dran waren, entfernt. Das Amazonas-Tab hatte zwar hier solche kleinen
Packsäcke, wo man die reinpacken konnte. Aber andere Tabs haben das eben nicht. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier eine andere Lösung. Und zwar habe ich jetzt hier eine Gummischnur dran. Ein kleines Schockkord, das hier angeschlauft wurde. Und am Ende des Schockkords ist so ein kleines Plastikteil. Das stammt aus dem 3D-Drucker. Entworfen hat das der Robin Willig, dem seinen Kanal verlinke ich mal hier oben. Das Ganze nennt sich Tarp Ninja. Vier Stück wiegen etwa 3 Gramm. Also super leicht. Die Schnur hier wiegt auch vielleicht nochmal maximal 1 Gramm. Ja, dieser Tarp Ninja, der fungiert als tatsächlich als Seilspanner. Und zwar nehme ich dann meinen vorbereiteten Hering mit der Spannschnur. Hier seht ihr dann nochmal, wie die Dynema-Schnur am Hering befestigt ist. Die meisten Heringe, die ich habe, haben tatsächlich so eine kleine Bohrung drin. Da habe ich es einfach durchgeführt, mit einem Knoten befestigt und das Ganze dann nochmal hier mit einem kleinen Schrumpfschlauch gesichert, sodass das lose Ende nicht rumbaumelt. Dann kann sich jetzt hier also definitiv nichts mehr lösen, also den Hering dann in der Erde befestigen. Ja, und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich das Ganze hier dran befestige. Die erste ist, dass ich mit dieser Schnur hier durch dieses zweite Loch drin gehe. Ich bringe dann schon mal Spannung auf das ganze System hier drauf. Halte das einmal hier fest. Ich lege dann eine Schlaufe. Und ziehe das dann fest. Und schon ist das ganze System gespannt. Die Schnur wird einmal hier auf Klemmung gehalten. Und dann hier oben nochmal auf Klemmung. Und so kann sich hier nichts mehr lösen. Wenn ich das Ganze dann tatsächlich nochmal lösen will, dann ziehe ich einmal hier feste dran. Und schon ist das Ganze wieder lose. Ich gehe hier durch. Ziehe es, soweit ich das haben will. Lege dann hier eine Schlaufe. Die führe ich hier drunter durch. Und ziehe das Ganze fest. Ich ziehe jetzt hier mal richtig feste dran. Also ich ziehe jetzt eher den Hering hier unten raus, als dass sich das hier löst. Die Gummischnur hier am Ende des Tabs hat zwei Bewandtnisse. Zum einen federt sie quasi nochmal Windstöße ab. Das heißt, Windstöße gehen dann nicht direkt auf das komplette System, sondern wie gesagt, die Gummischnur federt so ein bisschen ab. Und zum anderen, ich habe hier einen Silnylon-Tab. Silnylon hat die Eigenschaft, dass es sich bei Regen mit Wasser etwas vollsaugt, dadurch etwas dehnt und so etwas die Tabspannung weggeht. Und ja, ein gewisses Maß nimmt dann die Gummischnur hier nochmal raus, sodass mein Tab dann auch bei Regen top gespannt ist. Wie seht ihr hier, aktuell habe ich die Gummischnur hier doppelt gespannt. Ich werde das Ganze nochmal umbauen auf eine vierfach gelegte Gummischnur, einfach, dass sie ein bisschen kürzer ist und ja die Nachspannung hier etwas stärker. So, der Umbau war tatsächlich schnell erledigt. Dadurch, dass alles nur geschlauft ist, müssen hier keine Knoten geöffnet werden. Und jetzt ist hier die Spannung ein gutes Stück stärker. Also Spannung draufbringen, Schlaufe legen, rundherum festziehen und fertig ist das Ganze. Das ganze System mit den Tarp Ninjas funktioniert auch einwandfrei mit einem Paracord. Hier habe ich mal eins unten an einem Hering befestigt. Also die Schnur hier durchführen. Einmal kurz hier auf Klemmung halten. Und dann legt ihr hier eine Schlaufe und die einfach hier über diese Nase drüber führen. Loslassen und schon ist das Ganze fertig. Und so könnt ihr euer Lager dann schon tagsüber schön vorbereiten, alles entsprechend befestigen, gucken, wo die Schnur hin soll. Und wenn ihr dann schönes Wetter habt, löst ihr einfach die Schnur. Die kann auf dem Boden liegen bleiben. Ihr verliert sie nicht, ihr findet sie immer wieder. Und das Tarp kann oben eingerollt werden. Ich finde, mit dem Tarp Ninja ist dem auch Robin Willig da ein schöner Wurf gelungen. Es kommt jetzt noch eine Version 2 rauf. Da sind diese halbkreisförmigen Öffnungen, um das Ganze zu befestigen, noch mal ein bisschen flacher. Für das Paracord ist das kein Problem, das löst sich sehr gut. Bei der dünnen Dynema-Schnur kann es aber mal haken. Und damit da nicht zu sehr hakt, wird einfach die Kante da so ein bisschen gebrochen. Dann funktioniert das dort auch besser. Die Druckdatei dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kann sich also jeder kostenfrei runterladen und wer Zugriff auf einen 3D-Drucker hat, kann sich das entsprechend selber ausdrucken. Vielleicht habt ihr auch im Freundes-, Bekanntenkreis jemand mit einem 3D-Drucker, der euch sowas ausdrucken kann. Oder aber es gibt im Internet diverse Services, wo ihr eine Druckdatei abgeben könnt und sagen könnt, hör mal, macht mir, 10 davon, 20, 30, 40 in so einer Farbe. Das sollte bei den Teilen
im sehr erschwinglichen Rahmen bleiben. Vielleicht tut ihr euch auch mit ein paar Leuten zusammen. Ja, ist jetzt alles schon super leicht. Das Ganze kann man aber noch leichter machen. Insbesondere bei den Heringen ist mir heute Morgen aufgefallen, als ich dann das ganze Zeug zusammengesucht habe, dass ich ja noch die Swiss Piranha Heringe habe. Der hier, der große, wiegt etwa 3 Gramm weniger als der Aluhering. Und der hier, der kleine, der wiegt noch mal ein Stück weniger. Die werde ich mir jetzt auch schon mal mit entsprechenden Schnüren vorbereiten. Ja, und das Ganze dann ja ersetzen, sodass ich hier wirklich ein System habe, was extrem leicht ist, aber trotzdem extrem flexibel, super schnell aufzubauen ist. Ja, selbst die Bäume könnten 5 Meter weiter auseinander stehen. So viel Restschnur habe ich da noch drauf. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Auf meinen Touren habe ich aber meistens keinen größeren Baumabstand. Da, ja, je weiter die Bäume auseinander stehen, desto höher müsste ich quasi mit der Abspannung von den Hängematten gehen. Und da komme ich halt auch langsam an meine Grenzen. Von dem her werde ich vielleicht da oben sogar auch nochmal ein bisschen Schnur einkürzen und auch da nochmal ein bisschen was an Gewicht sparen. Die Dyneema Ridgeline gibt es, wie gesagt, von Wollen Wind fertig zu kaufen, bis eben auf diesen kleinen Titanhaken, den ich dort verwendet habe. An dessen Stelle könnt ihr aber auch diverse andere Sachen verwenden. Ich blende euch hier mal 2 Möglichkeiten ein oder auch ein ganz einfacher Karabiner sollte da auch schon reichen, um die Schnur zu halten. Damit wären wir an der Stelle dann auch durch. Ich werde aber eins dieser Sets von den Tarp Ninjas hier verlosen. Wenn ihr daran Interesse habt, lasst einfach einen Kommentar da, aus dem ihr vorgeht, dass ihr daran teilnehmen wollt. Ich lasse das 2-3 Tage laufen und dann suche ich mal jemanden aus. Der kriegt dann die von mir kostenfrei zugeschickt. Ich lege noch eine Gummischnur mit dazu, entsprechend, dass ihr euch das am Tarp genauso befestigen könnt. Falls ihr noch Vorschläge habt, was ich hier tatsächlich an der Stelle noch optimieren könnte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bin da für Kritik immer sehr, sehr dankbar, wenn ihr da vielleicht noch einen Vorschlag habt, an den ich vielleicht nicht gedacht habe. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video nochmal. Bis dahin, macht's gut, bis bald und ciao. So, und ich mache mir jetzt hier mal ein schönes Mittagessen hier im Wald. Herrlich.